Hallo zu meinem Tutorial. Ich werde euch zeigen, wie ihr in FL Studio Soundfonts hinzufügt. Als erstes, ja, vorweg, ihr braucht, wenn ihr was Soundfont mixen wollt, ein bisschen Vorkenntnisse, was MIDI und also was allgemein Musik am PC angeht. Wenn ihr die Pokémon Schwarz und Weiß Soundfonts hat, dann gebt ihr einfach ein Pokémon Black White Soundfont. Müsste da gleich etwas kommen. Hier zum Beispiel. Aber das meine ich, das will ich euch jetzt nicht direkt zeigen. Sondern, ja, ich will euch zeigen, wie ihr die, wo ihr die herkriegt und wo ihr die downloaden könnt. So. Hier seht ihr, hier gibt es den Download-Link. Den werde ich nochmal in der Beschreibung posten. Ja. So. Wenn ihr die Soundfonts habt, packt ihr die Soundfonts, ihr geht unter Dokumente, ImageLine, nee, nein, ganz falsch. Tut mir leid, tut mir leid. Ihr geht unter eure Festplatte, dann unter Programme. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Unter ImageLine, FL Studio 10, Data, Patches, Soundfonts. Und da packt ihr die rein. Ich zum Beispiel habe hier das Schwarz und Weiß Soundfont und das Schwarz und Weiß 2 Soundfont. Das Schwarz und Weiß 2 Soundfont müsst ihr gucken. Ich weiß selber nicht mehr, wo ich das damals gefunden habe. Ja. Wie, okay, wenn ihr das gemacht habt, schließt ihr das, öffnet FL Studio. Nun kommt der schwere Teil. Ihr braucht eine MIDI. Wo bekomme ich eine MIDI her? Ganz einfach, ihr geht auf vgmusic.com. Dann wählt ihr hier von welcher Konsole. Ich nehme jetzt einfach mal vom Game Boy Advance. Dann hier von welchem Spiel. Ich zum Beispiel nehme jetzt mal ja, Donkey Kong. Nee. Von wo ist das denn jetzt? Gleich sind wir da. Nehme jetzt einfach von Pokémon Rubin Saphir. Denn ja. Also hier habt ihr die freie Auswahl. Klickt ihr auf die Schrift, dann könnt ihr das downloaden. Ich habe zum Teil noch MIDIs hier. Klickt ihr auf File, dann auf Open. Dann dort, wo eure MIDIs gespeichert sind. So, ich nehme dies. Dann klickt ihr auf Accept. So. Es lädt jetzt alles. Hier seht ihr die Übersicht der MIDI-Instrumente. Hier die einzelnen Tracks. So, und wenn ihr die abspielt, könnt ihr es hören. Hört sich aber nicht wirklich danach an. Okay. Um jetzt die Soundfonts zu bekommen, geht ihr auf Soundfonts und dann wählt euer gewünschtes Soundfont-Ordner aus. So. Nun kommt der einfachste Teil des Ganzen. Ich klicke jetzt auf Bass. Da sind viele verschiedene Bässe drin.
Auf Brass Instruments sind zum Beispiel Trompeten oder französische Hörner. Gitarren natürlich Gitarren. Japanese Voices, ich weiß selber nicht, was damit auf sich hat. Ja. Choirs und Orchestra Heads, Percussions. Percussions sind dazu da, um dem ein bisschen Rhythmusgefühl. Hier zum Beispiel ist eine Percussion Line. Wenn ich hier zum Beispiel das hier mache. Also das Einfachste ist, ihr probiert einfach jeden Track einzeln aus, ob der mit dem jeweiligen Instrument passt. Und dann später alle anmachen, ob das wirklich harmoniert. So. Ja. Wenn ihr es fertig habt, ja. Dann muss ich. Ich werde. Könnt ihr bei meinen Videos natürlich gucken, wie meine Remixes geworden sind. Aber ja, das Grundlegendste dafür ist erklärt. So, falls ihr Fragen habt, einfach in den Kommentaren schreiben. Und ja, hier könnt ihr pitchen, also tiefer. Ja. Und hier die Dezibel einstellen. Das ist jetzt normal, aber manchmal kann das auch ziemlich schräg klingen. Deswegen stelle ich das meistens auf 60%. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr mit Soundfonts umgeht. Und vor allem viel Spaß beim Remixen.